Moin Leute und willkommen zum neuen Video. Das heutige Video ist leider etwas kürzer, da mich das Randonautica-Video vom Mittwoch leider völlig aus dem Zeitplan geworfen hat. Ich aber dennoch etwas bringen wollte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Neon V. White uploadete dieses Video, das während einer Aufnahme für seinen TikTok-Kanal entstand. What's up guys, Neon here. I got bored over the quarantine and I'm trying to learn the piano. So yeah, leave some comments down in the comment section for any suggestions of songs that you guys want me to try and learn. But right now, I'm going to show you guys one that I learned, so I hope you guys enjoy it. Okay, so the door just opened. As you can see right here, I was recording just over there, and the door opened. That was interesting. Okay, I'm just gonna go back into my room and completely ignore that that happened. Er selbst behauptet von sich, nicht an die Existenz des Paranormal zu glauben. Und dass seine gelassene Reaktion darauf beruht, dass er nicht alleine zu Hause war und dass er sich ansonsten mehr erschrocken hätte. Er wird wohl der Einzige bleiben, der die Wahrheit kennt. Im folgenden Clip sehen wir ein gruseliges Video von einer Überwachungskamera im Plaza Metropoli in Mexiko, das ich euch zunächst ohne Kontext präsentiere und die gruselige Erklärung im Nachhinein erzähle. Der Wachmann im Video berichtete seinen Kollegen über Funk, dass dort ein kleines Mädchen sei, das nach ihrer Mutter sucht. Jedoch war die Antwort, die er von seinen Kollegen bekam, die das Ereignis über den Bildschirm verfolgten, dass dort niemand ist und er den Bereich besser verlassen soll. Danke an dieser Stelle an Spooky's Hideout für die Übersetzungshilfe bei diesem doch ziemlich gruseligen Video. Spooky Links uploadete dieses Video seiner angeblich verfluchten Puppe, in der er verschiedene Momente und Experimente zeigt, die er mit ihr durchführt. Unter anderem soll sie auf Licht reagieren und sich dabei wie durch Geisterhand bewegen. Aber das, was ich am spannendsten fand, war eine Stelle im Video, bei der er die Puppe wieder hinsetzt und der Stoff sich von selbst zu bewegen scheint. Ich habe dazu eine Kollegin befragt, die eine Expertin ist, was Stoffe angeht. Und sie meinte, es gibt Stoffe, die die Macke haben, dass sie sich wieder von selbst in Position bringen. Was meint ihr? Liegt es hier einfach am Stoff der Puppe, einen versteckten Faden, oder hat hier ein Geist seine Finger im Spiel? Lasst es mich gerne wissen.
Jay von The Journey is the Destination hat eine Videoreihe im weltberühmten Waverly Hills Sanatorium aufgenommen, in denen er eine paranormale Untersuchung mit Freunden unternahm. In einem seiner Clips fiel mir etwas ziemlich Gruseliges auf, das wie ein Gesicht aussieht. Beim näheren Betrachten der Kommentare sah ich, dass auch einige andere dasselbe gesehen haben und zeigte es darauf einigen Leuten zum Test, ob sie auch etwas erkennen, was durchweg alle mit Ja beantworteten. Aus diesem Grund zeige ich euch nun den Clip, zunächst ohne jeglichen Hinweis und wiederhole es zum Schluss mit Markierungen. Was meint ihr? Habt ihr es ohne Hilfe wahrgenommen? Meint ihr, es ist Pareidolie? Auf jeden Fall, wie ich finde, eine gruselige Aufnahme eines umso gruseligeren Ortes. Ich denke, da werden wir uns alle einig sein. Beim Folgenden handelt es sich um zwei verschiedene EVP-Aufnahmen, bei denen ich die Hilfe der Community brauche. Anja von den Paraproof Spirit Sisters schrieb mich heute aufgeregt an, dass sie beim Schauen von Ghost Hunters eine EVP hörte und dabei fast vom Stuhl gefallen wäre, da sie klingt, als wäre es dieselbe Entität, von der sie bei einer vergangenen paranormalen Untersuchung einer viele Jahrhunderte alten Kirche aufnahm, bei der übrigens nur Frauen anwesend waren. Und auch ich fand beim Anhören durchaus, dass es dort Übereinstimmungen gibt. Jedoch liegen beide Locations weit voneinander entfernt, jeweils in Deutschland und Irland. Ich werde die EVPs nun abwechselnd abspielen. Ich empfehle euch an dieser Stelle Kopfhörer aufzusetzen. Was meint ihr? Findet ihr auch, dass die Entitäten sich ähnlich anhören? Und falls ihr selber auf Geisterjagd geht, hattet ihr schon mal den Fall, dass ihr eine Stimme von einer anderen Untersuchung wiedererkannt hattet? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. So, und nun sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Eure Mythenecke.